Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und während ja alle darüber sprechen, schon seit Monaten, wie schlecht es uns allen noch geht, was wir für eine schlimme Zeit haben, ja, man liest es ja auch überall, mache ich jetzt ein Video darüber, warum wir im Moment gerade die beste Zeit aller Zeiten haben? Wieso? Ja, die Antwort möchte ich gerne in dem Video euch mit auf den Weg geben, um euch dann damit auch so ein bisschen Motivation zu geben, Energie für all das im Grunde, was ja noch kommt. Und natürlich auch dann für die Zukunft, dass ihr möglichst viel für euch daraus mitnehmen könnt. Aber ganz wichtig, bevor ich euch jetzt sage, warum es das beste Jahr aller Zeiten ist, like das Video und dann geht's los. In dem Video heute geht es natürlich sehr, sehr viel um das Thema Mindset, wie man an solche Sachen herangeht, weil es ist einfach so, unser Mindset, also unsere Denkweise entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Unser Gehirn hat extrem große Macht bei dem ganzen Thema und ja, wir haben immer zwei Optionen. Entweder bleiben wir stehen oder wir kommen voran. Ja, und dieses Video hier im Grunde kannst du auch unterschiedlich aufnehmen. Entweder sagst du, ja, er hat recht, ich möchte mich mehr motivieren, ich möchte weiter vorankommen, ich möchte diese ganze Zeit nutzen und für mich das Maximale rausholen. Oder du sagst, was labert der Typ denn für einen Quatsch? Was, du laberst nicht, du laberst doch! Was, du laberst? Du Labersack! Ja, im Grunde wieder die Entscheidung. So oder so. Okay, kommen wir jetzt aber zu den Punkten, warum es meiner Meinung nach das beste Jahr aller Zeiten für uns jetzt ist. Natürlich ist es hier ganz wichtig, auch vorweg schon mal zu sagen, das richtet sich natürlich jetzt nicht an Leute, die wirklich herbe Verluste erleiden mussten. Sagen wir, ein Restaurantbesitzer, der jetzt wirklich vorm Ruin steht und nicht weiß, wo er hin soll, sondern ich sag mal für die Mehrheit der Menschen, die vielleicht im Worst Case in Kurzarbeit gewechselt sind. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Und zwar stellen wir uns einfach mal vor, oder nicht stellen wir uns vor, sondern überlegen wir einfach mal, was haben wir eigentlich gehabt, bevor diese ganze Corona-Sache kam? Und was werden wir auch in Zukunft wieder haben? Corona wird nicht für immer da sein. Diese ganze Phase wird aber auch wieder gehen. Und dann, wenn man einfach mal zurück überlegt, wie gut es uns doch allen geht und wie gut es uns auch in Zukunft wieder gehen wird, dass man einfach mal ein bisschen dankbar für das ist, im Grunde, wie wir leben, auch welche Freiheiten wir haben und vor allem, was wir alles genießen können. Ja, wir haben ja ganz vergessen oder aufgehört, für die einfachsten Dinge dankbar zu sein. Einfach zu sagen, komm, ich gehe heute mal mit meinem Freund, meiner Freundin gehe ich ins Kino. Wir gehen vorher was essen und verbringen eine schöne Zeit zusammen. Das ist im Moment nicht möglich, aber es war halt für uns normal. Und deswegen finde ich es halt wirklich wichtig, sich mal zurückzuziehen und auch über diese ganzen Dinge nachzudenken, was wir eigentlich für ein Leben haben, wie gut es uns geht und im Grunde, was auch wieder so kommen wird. Anstatt es halt andersrum zu machen, dass man sich immer hinsetzt mit den Leuten, man erzählt immer die ganze Zeit nur, also es geht uns so schlecht, guck mal, wie es uns mal ging, ja, es war doch alles so toll und jetzt geht es so doof. Das sind im Grunde ja alles Dinge, die dich nur runterziehen. Aber das Ding ist ja auch, es sind Dinge, die du nicht ändern kannst. Deswegen bringt es auch nichts, dich damit runterziehen zu lassen. Ja, du kannst es eh nicht ändern. Also deswegen nutzt es. Wieder die Frage, stehen bleiben oder weiterkommen. Nächster Punkt ist, wir sitzen, ja, dadurch, dass wir nichts unternehmen können, sitzen wir sehr viel zu Hause. Also was kann ich mit dieser Zeit anfangen? Entweder, wieder dieses Thema, ich kann im Grunde darüber grübeln, was alles doof ist, ich kann jetzt nicht rausgehen, ich kann jetzt nicht Party machen, nicht das und das. Aber du kannst diese Zeit auch nutzen für dich, um weiterzukommen, dich weiterzuentwickeln, um, wenn dieses Thema vorbei ist oder selbst schon während dieser ganzen Sache, zu einem anderen Menschen zu werden, zu einer anderen Persönlichkeit, zu einem anderen Ich zu werden, zu wachsen, weiterzukommen, etwas aufzuziehen, vielleicht schon erfolgreich zu werden in einem Bereich oder auf jeden Fall die wichtigsten Steine, Grundbausteine zu setzen für diesen Weg. Ja, warum die Zeit unnötig zu Hause sitzen und nichts machen? Das ist so eine große Chance. Ich habe allein in diesem Jahr, und das war gerade zu Anfang von Corona, habe ich angefangen, wieder in meine Weiterbildung zu investieren. Ich habe in diesem Jahr knapp 30.000 Euro wieder in meine Weiterbildung investiert. Ja, nächstes Jahr ist mein Ziel, noch mehr zu investieren in das. Aber ich habe diese Chance genutzt. Ich habe die Situation genutzt und wirklich das Beste daraus gemacht. Deswegen meine Empfehlung, wenn es das sowieso nicht schon gemacht hast jetzt das Jahr über, es wird ja vermutlich noch ein bisschen gehen, diese ganze Sache, nimm es doch und nutze die Zeit effektiv für dich. Weniger zocken, weil man sagt, komm, jetzt habe ich ja die Zeit, was soll ich jetzt, wenn man jetzt anfangen, zocke ich halt mehr, gucke ich mehr Fernsehen. Nein, nutze es doch wirklich für dein Weiterkommen. Im Grunde darfst du nicht vergessen, du hast nur dieses eine Leben. Ja? Je mehr du lernst, desto wertvoller wärst du auch für dich selbst, desto mehr kannst du im Leben auch erreichen. Also, das ist der zweite Punkt. Ein dritter Punkt ist ein relativ einfacher Punkt. Du kannst auch mal Dinge schaffen, die du sonst aufgeschoben hast. Wenn du mal einfach mal so überlegen, das spreche ich aus Erfahrung, wie viele Dinge es auch zu Hause gibt, die man immer sagt, das müsste ich mal machen, das müsste ich mal machen, dies müsste ich mal machen. Das ist doch die richtige Zeit, auch solche Dinge mal zu erledigen, oder? Aber in Angriff zu nehmen. Ist natürlich immer so eine Dinge, ist wieder dieses Eat the Frog. Natürlich lässt man die Sachen gerne liegen, weil man sie vielleicht nicht so gerne macht. Aber glaube mal, du wirst dich richtig gut fühlen, wenn du deine Ablagen machst.
vielleicht im Keller, wenn du einen Keller hast, wie bei uns zu Hause, mal ein paar Sachen machst, Regale aufbauen als Beispiel. Ne? Komm, da wolltest du schon seit 2, 3 Jahren Regale aufbauen, um mal ein bisschen mehr Platz zu haben. Mach das doch jetzt. Das ist die perfekte Zeit dafür. Du glaubst gar nicht, wie gut du dich fühlst, wenn du diese ganzen Sachen endlich erledigt hast, vor denen du dich so lange gesträubt hast. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste von allen, und zwar der vierte Punkt. Im Grunde, dich selbst auf das nächste Level zu heben. Das hat jetzt natürlich auch ein bisschen in Verbindung mit dem Weiterbilden, aber vielmehr, was du nutzt oder wie du deine Zeit nutzt und mit was für einer Motivation diese ganze Zeit auch nutzt. Sagen wir mal als Beispiel, wir im Grunde hätten ja dieses Jahr, vermutlich wären wir 2, 3, vielleicht 4 Mal in den Urlaub geflogen. Konnten wir nicht. Habe ich mich jetzt nämlich gerade vor 2, 3 Tagen auch mit Denise drüber unterhalten, deswegen mehr oder weniger auch diese Idee für dieses Video. Sie hat gesagt, oh Schatz, guck mal, wir hätten ja hier und dort hinfliegen können, das wäre ja voll schön gewesen. Dann habe ich zu ihr gesagt, und genau so ist es auch, aber schau dir im Grunde, ich habe in diesem Jahr mein Unternehmen aufs nächste Level gehoben. Ja, wir haben einen Grundbaustein für die Zukunft gelegt. Wir haben extrem viel geschafft. Das Team ist größer geworden. Wir haben viele neue Dinge umgesetzt, weil wir einfach gesagt haben, komm, wir können jetzt nicht in Urlaub fliegen, wir machen jetzt nicht so viel Urlaub, wir verbringen einfach sonst zu viel Zeit einfach zu Hause. Jetzt nutze ich die Zeit, investiere mehr Zeit in etwas, um es wirklich richtig gut zu machen und viel besser zu machen, um dann am Ende später die Lorbeeren zu ernten. Entweder jetzt die Lorbeeren zu ernten oder dann natürlich auch auf einen langen Zeitraum für die Zukunft. Also hängt natürlich ein bisschen auch mit der Weiterbildung zusammen, aber ich meine auch viel mehr mit diesem Punkt, mit dem vierten, mit welcher Energie du an das Ganze dran gehst. Ob du dich selbst aufs nächste Level hebst oder das, was du machst. So, jetzt also nochmal zum Abschluss. Also die Normalität wird natürlich wiederkommen. Es ist einfach wirklich nur die Frage, wie gehst du mit dieser ganzen Zeit und mit dieser Situation um? Entweder Next Level oder du meckerst, bedauerst und bleibst stehen. Ganz wichtig, ich habe es eben gerade schon mal gesagt, wir können eh nichts daran ändern. Also wenn du eh nichts daran ändern kannst, dann hast du ja wieder zwei Möglichkeiten. Entweder du meckerst darüber, du erzählst darüber, bedauerst es oder nutzt es. Ja? Das ist wirklich auch so diese Message dahinter. Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann schlag dich mit dem ganzen Thema doch nicht rum. Rede nicht immer wieder darüber, beschäftige dich nicht. Sei nicht am Ende davon betroffen, sondern mach das Beste für dich daraus. Ja, okay. Ich hoffe, du konntest einiges aus dem Video mitnehmen. Ja, es ist wirklich immer so eine Einstellungssache, so oder so. Und dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du mir ein kleines Feedback dazu gibst, wie du so an diese ganze Sache herangehst, wie du das Ganze siehst, ob dir das Video auch einen Mehrwert gegeben hat, ob du was mit draus mitnehmen konntest für dich, jetzt für die nächste Zeit. Und dann freue ich mich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut und bis dann. Ciao.